hinten vor mir gespawnt, ja? Sind noch welche da hinten? Sieht halt, ich sehe sie allerdings nicht. Weil ich nicht sehe, verdammte Scheiße. Hä? Ach, was ist das? Scheiß auf die. Ja, wer weiß, wo die sind, ey. Ich höre so schreien da hinten, aber... Tja. Du kannst auch einfach meinen Typen inspizieren, ohne dass ich bei dir in der Nähe sein muss, glaube ich. Da, wenn du auf die Soziale gehst... Jetzt habe ich einfach EP bekommen. Team Überlebende. Alles klar. Jetzt geht's hier richtig rund mit dem Wetter, ey. Wenn wir dachten, wir hatten jetzt schon Scheißwetter. Das hatte ich gestern die ganze Zeit, wo du neu starten musstest schon. Aber es ist doch gut, dass es dynamisches Wetter gibt. Das ist immer gut in Spielen. Das ist so ein unnötiger Weg, einfach geradeaus, dann wieder zurück. Oh, ich glaube, mich hat irgendeine Mücke oder so gestochen. Die Hand juckt. Zum Glück gibt es in dem Spiel Autorun. Supply Room Access. Oh, Supply Room. Gut, warte, bleib mal stehen. Ich sammle das jetzt mal ein, ja? Mach das. Jetzt ist es bei mir immer noch da, aber bei mir waren die anderen weg. Vielleicht hat das, ist das Symbol, also dass es die Markierung weggegangen. Ja gut, aber dann wäre der Behälter ja lootbar, aber war er bei mir nicht. Also zumindest optisch nichts zu sehen. Vielleicht musst du in der Nähe sein, damit das für dich quasi gefleckt wird. Oder du hattest den vielleicht schon mal eingesammelt und ich nicht, dass ich es verpasst habe. So, wir sollen irgendwie hier in der Siedlung helfen. Machen wir das. Dann tun wir dies, würde ich sagen. Ja. Ah, zum Glück gibt's Autorun. Das ist die beste Erfindung. Ich hab's mitbekommen. Supply Room Access. Dafür musste dieser Vogel jetzt sterben. War es das Wertspiel? Ich laufe hier mit meinem Fischerhut rum die ganze Zeit. Okay, das ist... Der gehört nicht zum... Ambient. Guck es dann doch zu erkunden. Ja, so, man sieht es auch voll leuchten. Diese Behälter, wenn man nah dran ist. Wenn man näher dran ist, ja. Weg, hier. Was ist das denn? Handschuh. Das ist Brandmuni? Nee, Hochgeschwindigkeitsmunition. Auch sehr hoch. In der Geschwindigkeit. Ist ja auch angesehen. Was ist denn hier blaues? Mann, überall sind Container. Was ist denn hier los? Das war doch nicht gegeben, doch nicht, wo wir hier durchgelaufen sind, oder? Das ist ja richtig heftig. Hallo. Ist ja abgehen. Schon wieder. Helfen wir mal unseren Kumpanen. Dumm ist, ich kann mit dem Schild nicht über Sachen drüber springen. Wow. Das war's schon. Hey da! Ein Maßband. Acht Schüsse habe ich noch für Hochgeschwindigkeit. Hier müssen wir durch. Können wir hier durch? Hier müssen wir rein. Das ist unser Ziel.
Die haben das angeblich zurück. Also die haben das irgendwie besetzt und wir müssen es jetzt wiederholen. Wow. Wow, wow, wow. Was denn? Ist da eine Bombe eingeschlagen? Das schaut irgendwie so aus, ja. Na, da ist was in der Mitte, was dampft. Da wollen wir jetzt hingehen. Natürlich. Hallo? Das ist der erste Punkt. Wenn es irgendwo gruselig aussieht und raucht. Hui. Boah, okay, ich hab's kaputt gemacht. Es raucht nicht mehr. Doch, jetzt. Aber wenn du drin stehst, dann mockt es nicht mehr. Was ist das? Das sieht aus wie eine Art Chemiebombe oder sowas. Ich glaube, das ist Abwasser einfach. Was steht da drauf? Smoke White. Das ist ein riesiger, irgendwas mit Rauchbomben. Aber was genau sollen wir hier, wir sollen mit... Mit einfach so, hier durchlaufen, hier oder? Nee, die ist hier hinten. Wir sollen damit mit Kelso Schlag mich tot sprechen. Mhm. Die sich hier hier im Keller versteckt, einfach? Murder attack. Chemical. Also doch eine Chemiewaffe. Ich wusste es. 7 survivors. Yes, Manny. 7 total. The sheriff just came in. Can you get these people to safety? Der Sheriff just came in, sagte. Komm ich in meinem dämlichen Vintage-Hut und meiner fetten Brille da rein. Die Husten, wir haben da voll drin gestanden. Das hat uns gar nicht gebraucht. Ja, aber wir sind superior. Das sind niedere Lebensformen. Zivilisten. Wir sind Vintage. Supreme. Aha, die sind ein bisschen dark geworden hier. Nicht ganz ruhig, Fräulein. Nicht so aggressiv. Wir töten sie so alle. Also ich meine, das stellt gar nicht. Neuer gar Einsatz. Nicht so frei, ne? Jefferson Plaza. Das ist toll. You goddamn, piece of shit. Man nimmt also. Man nimmt Jeff. Man nimmt Jeff. Ich würde sagen, wir arbeiten uns so ein bisschen davor. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Kontrollpunkt, Fragezeichen, dann machen wir den einen Nebeneinsatz und dann den einen Haupteinsatz. Ich glaube, das ist sogar unsere Hauptmission, oder? Nee, wir haben mehrere Hauptmissionen. Ja, ich verstehe. Ich sehe überhaupt nichts, gell? Ich wollte zum... Hey, hier geht's gar nicht rein. Was ist da? Klasse. Kommen wir hier überhaupt raus? Kann man hier vielleicht. Hä? Ich glaube, wir müssen wieder durch den Hauptmann gehen, ne? Es kann doch nicht sein, dass es. Hier aber ist so ein Ausgang und dann ist das so ein Fake oder was? Kannst du die dadurch töten, oder was? Ich habe auf jeden Fall die Aggro irgendwie gezogen gerade. Komm hier vielleicht hoch? Ich glaube. Außenrum. Kommen wir jetzt echt nicht mehr raus, oder was? Nein, ich kann mal auf der Karte gucken. Er sagt, wir können da durchgehen, aber irgendwas geht nicht. Warte mal, wenn wir jetzt hier geradeaus gehen und dann rechts. Nee, warte mal, Norden ist. Ja, doch rechts. Wir müssen ja nach Süden. Hier geht's raus. Hier ist zumindest eine Tür. Ob sie rausgeht, ist immer so eine Sache. Ja, wir haben es geschafft. Unglaublich. Hä? Wo seid ihr? Gut, dass man so viel sieht. Hey, hey, hey. Ich schieße einfach in den Nebel rein. Irgendwas treffe ich schon. Ich sehe die zum Glück. Ich muss mich heilen. Oder reparieren. Okay. Ich rufe mal Alliierte, weil die werden wir sowieso brauchen, um das abzuschließen. Okay. Ja, erkannt habe ich den nicht. Also.
Bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, der ist drin. Oder? Der ist drin, aber wie kommt man da rein? Hier vorne, nicht rein. Müssen wir über diesen LKW gehen. Okay. Haben wir uns denn? Da kann er nicht hin. The fuck? Oh! Das sind unsere Leute. Ich hab Angst gehabt. Unsere Leute knallen wir nicht ab. Ach komm, geh mal einfach rein. Warum versteckt er sich? Ich hab einen Haufen geschossen. Der ist so schwer gepanzerter Feind. 2 Sekunden wieder. Bam, tot. Ja, aber einen müssen wir noch töten auf dem Rückweg dann. Also, wir haben den jetzt eingenommen, jetzt müssen wir ihn halt. Stimmt. Wo ist der andere? Okay. Ja, Heavily Armored hat er eben auch gesagt. Mal gespannt. Das könnte tatsächlich ein Heavily Armored sein, so wie der aussieht. Okay, ja. Also ja. Das ist definitiv einer. Und der frisst auch erstmal Granaten. Und ich kann weniger. Ich versuche hinter den zu kommen und dann auf seinen Pack da zu schießen. Geht aber irgendwie nicht. Ich komme nicht hoch. Okay, sein Kopfschild ist zerstört. Headshots jetzt. Und weggesagt. Der hat verschiedene Rüstungspartien und wenn man eine zerstört hat, dann ist es sowieso vorbei. Oh. Supply Room Access glaube ich jetzt tatsächlich auch mal. Aber es ist oben. Aber oben kommt man nicht rein. Hier kommt man hoch. Ist da eine Waffenkiste? Gustav. The fuck? M700 Tactical Blau. Das ist so. Hit me rein. Das ist die, die du mir gegeben hast, nur eine Stufe niedriger. Huh. Also. Was ist denn Waffenhandling nochmal? Was war das? Waffenhandling? Ja. Ist es nicht das, wie schnell du dich bewegen kannst, während du eine Waffe hast? Ich glaub schon, aber ich bin mir nicht sicher. Also die M700, die Tactical sieht zwar besser aus, aber die ist insgesamt eigentlich. Benutzt du noch Gewehre? Eigentlich eher weniger, aber. Ich habe eins, das hat 825 Schaden. Ich hab aber für meinen Sniper, weißt du, deswegen eigentlich. Ich kann das auch zerstören. Gasmaske, Gefahrenschutz, Lebensenergie, Waffenschaden. Schaden gegen Elite-Gegner. Nehmen wir das hier. Nutzlos.
alles miteinander. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist mir. Warte mal, das hat Waffenschaden. 5% aber nur. MP-Schaden, Chance auf kritische Treffer, Verringerung des Cooldowns. Ich pack die mal mit ein. Okay, das ist nutzlos. Das hier kann ich nicht einsetzen. Also weg damit. Jetzt macht meine Waffe sogar 1,1k Schaden. Really nice. So. Nächster Punkt ist ein Fragezeichen, was hier in der Nähe angezeigt wird, würde ich sagen. Mhm. Wie kommt man hier raus? Meinst du auch immer so? Oh, ich sehe mal wieder was. Jetzt sehen wir auch, wie es hier aussieht. Cool. Boah, hat das ausgesehen hier. Richtiges Drecksloch. Jetzt wünsche ich mir den Nebel zurück. Was macht der da? Der wartet auf den Bus. Hä? Hey, sieht er nicht, dass da eine Horde Feinde vor ihm steht? Nee. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Aber die haben den auch nicht gesehen. Der war da hinten patrouilliert. Aber tolle Patrouille, gell? Die zwei miteinander laufen hier vorbei. Ja. So sehr kann man und sich die wundern sich, warum Washington für den Arsch gegangen ist. Was? Ja. Was ist der denn von mir? Der hat mit einer Schrotflinte angeschossen. Was ist das denn? Einfach geht's. Dann. Hier von der Seite. Oh, da liegt schon wieder einer auf dem Boden. Level up. Wo denn? Hinten. Weg. Da liegt noch einer. Ja. Aber der trifft uns nicht, weil er gegen die, gegen das Ding schießt. Also mich hat er getroffen, aber. Ich überhaupt nicht. Ich kletter mal hier. Komm mal auf den Stein klettern, der geht nicht. Moment, ich kann den nicht treffen, weil der. Hier der ist zu niedrig. Ah, jetzt, oder? Jetzt läuft er gerade rum. Scheiße, da kommen wir schon von der Seite. Ja, wenn der mich kann beschießt ich, und der andere mich beschießt. Kann ich die Drohne nicht dazu anhalten, da hinten mal reinzupieksen so ein bisschen? Dazu müsste ich den sehen, das ist das Problem. Ja, da ist noch einer, das weiß ich auch. So. Die Drohne. Die Drohne fliegt da. Sie soll da mal hinfliegen jetzt und den wegmachen. So. Oh, die alte verkehrt. Danke. Da hinten hinüber. Was? So, der auf der anderen Seite. Ich hab einen Dings bekommen. Einen Brustpanzer, einen blauen. Schienbein schon. Oh, Gewehrschaden. Her damit. Was macht der jetzt? Immer noch. Ja, es geht aber. Es wird langsam. So, als nächstes haben wir eine öffentliche Hinrichtung. Öffentliche Hinrichtung bringt Leute zusammen. Boah, ein M44 Karabiner Classic. Nice. So eins hatte ich auch, das sieht aus wie so ein Bürgerkriegswaffe. Das gucken wir uns mal an. Jo, das hat ordentlich Schaden.
Aber auch mit dem 5er Magazin. Jo. Das nehmen wir. Gucken wir uns mal die Mods an. Der durchsucht da Mods. Ich versuche hier öffentliche Hinrichtungen. Alter, da kann man einen Krieg drauf machen. Das ist geil. Boah, ich fang hier auch Krieg mit denen an. Gerade. Jetzt gehen wir los. Ich hab mir den Rohr kaputt gemacht. Du Schweine. Ich kann dir nicht in Deckung gehen. Das Hallo. Ding. Das Ding ist brutal. Okay, das ist schon mal. Hallo. Reparieren. Hier wird nicht repariert. Du Bastard. Ihr könnt nicht hinkommen. Ja, wenn die Geiseln... Ach, keine Ahnung, was die hier machen. Jetzt wollen sie es aber wissen. Wo hängst du so rum? Ja, da hinten, aber ich treffe ja keine, ich sterbe ja instant. Mal wissen, wie viel Schaden das Ding macht. Easy. Ein Tornister? Kann ich jetzt endlich in die Schule gehen? Ach, was gucke ich denn? Hier muss ich gucken. Präzision. Kopfschussschaden. Schau. Ja. Ach komm. Thank you. Ja, und wehe, du wirst es jemals vergessen, wem du dein scheiß Leben zu verdanken hast. Okay, jetzt ist Sniper hier. Was ist denn dein Griff da drauf? Das hält den Griff. Ich würde sagen, ja, Nebenmission. Ab geht's. Hier lohnen sich die Nebenmissionen wenigstens nicht so wie bei Dead Island, wo du einfach nur so 70 EP oder so bekommst. Richtig nutzlos. Shade Tech Cache detected. The True Sons derailed a train near your location and have been picking it clean ever since. Shade Tech. There's a Shade Tech Cache on board. Seems like the True Sons have found it. Kommen wir hier nicht durch? Hier. Nee? Achso. Ich denke mal, wir müssen da runterlaufen. Was war das denn? Was? Das war eine Kiste. Ah ja. Noch eine Kiste. Ist das eine Waffenkiste? Sehe ich das richtig? Ja, ja. Torfinder. Crap. RPK. 333 Schaden. RPK, die ist cool. Brauchst du die? Nö. Mhm. 333 Schaden. Ja, die ist nicht so gut. Ja, meins ist halt voll auf Gewehrschaden, ne? Deswegen macht das... Ich würde das mit. Was ist das jetzt? Schockmunition. Oh, ne. Warte. Und. Was geht's? Komm hier einfach hoch! Da kommt... Ja. So viel dazu.
Oh, meine Nase juckt. Oh. Oh. Kennst du das, wenn du so ein Ziehen in der Nase hast, das aber direkt ganz oben am Rücken ist? Wir müssen hier irgendwas finden, gell? Wir sollen unterhalb der Brücke gucken. Wir können ja hier an der Seite einfach runterspringen. Da, wo wir gerade eben waren, weißt du? Ja, da ist hier der Container. Scanning. Da oben, oder? Nö, die sind da hinten. Das wollte ich eigentlich nicht einsetzen. Nein, meine Munition ist alle. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, ich repariere mich schon. So gut. Alter, selbst mit dem Gewehr wird selbst die Großen einfach nur über den Haufen geholzt. Ja, der war nur. Das war Elite. Ein Elite-Milchbubi. Der hatte was Blaues gedroppt. Echt, bin mir nicht. RPK 74 Classic. Schauen wir mal nach. RPK ist cool. Die scheint auch ziemlich stark zu sein. Die ist, also ich hatte die vorhin gehabt, bevor ich jetzt dieses Gewehr hier hatte. War die schon übel. Die ist stärker als meine G36. Aber es ist ein, sag schon, LMG, glaube ich. Ja, das heißt, ich kann das nicht, ja, das sehe ich an dem Symbol hier. Das heißt, ich kann das nicht mit dem Schild verwenden. Mhm. Ergo nutzlos. Ich muss mindestens eine Waffe, eine schnelle Waffe mit dem Schild benutzen können. Und da ich mindestens ein Gewehr und eine schnelle Waffe haben muss, muss die zweite Waffe höchstens ein Sturmgewehr sein. Und darf höchstens ein Sturmgewehr sein. Da drüben ist noch eine Kiste. Ich kann die nicht. Da war ein Schloss davor. Hier kriegt man irgendwas. Over here. Now. Oh. Okay, this is the area. Great spot for a turret. Got my turret. I lost track of him. Ich versuche die ganze Zeit das Munitionsding von dem Geschütz zu treffen. Hat mehr Sinn, es direkt zu zerstören. Bitte was? Oh, okay. Der will Sniper haben. Ganz schön. Du musst den Rucksack zerstören, dann explodiert der. Hab ich gesehen, dass mein Schild auf Abklingzeit ist? Jetzt ist er für runter. Und ist tot. Oh Scheiße. So einfach kann's gehen. Boost abgedroppt. Und mir nur Material und irgendwas Grünes.
electronic device detected. Ein allgemeiner Protokollmod. Hochgeschwindigkeits-Dingsbums-Munition.